Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Schnäppchen. Ich habe ein bisschen meine Kamera umgestellt und hatte gerade mal 10 Sekunden noch Zeit, um mein Gesicht ein bisschen schön zu machen. Naja, das hat ja nicht so wundervoll geklappt, weil ich gedacht habe, naja, jetzt lass mal laufen. So, auf jeden Fall wollte ich nochmal ein paar Tipps geben zu der nächsten Werbung, zu den nächsten Werbefilmen von YouTube oder von mir vielleicht auch. Ich meine, ich kenne mich halt aus. Ach, wartet mal. Ich habe was vergessen. Oh, ich muss mal Pause drücken. Oh. So, ihr Lieben, ich bin wieder da. Ja, wunderbar. Also, wenn ihr richtig Werbung für euren Kanal machen möchtet, müsstet ihr auch ein T-Shirt von euch selbst machen. Also, ich meine, das bin ich jetzt nicht selber, aber guckt mal hier. Rolf Zukowski hat unterschrieben. Ich habe mich mal eine Website gehabt, die habe ich ja immer noch. Ja, wunderbar. Aber hier, guck mal. Hallo. Also, das ist die Schleichwerbung. Also, laufe ich demnächst nur noch so rum, ne, Leute? Damit ihr Bescheid wisst, ne? Also, ich habe ja sonst keine andere Kleidung im Schrank, ne? Außer Werbet-T-Shirts. Ach ja, noch ein paar andere sind auch dabei. Wobei ich sagen muss, für diese schöne Seite habe ich noch kein T-Shirt gefunden. Ich könnte es mir auf die Stirn kleben. Aber das ist ja dann auch zu viel Werbung. Ich meine, so und dann noch das T-Shirt dazu. Ich meine, das ist ja wohl ein bisschen unschön. So, also muss man das so machen und so. Na, wie geht's denn so? Kann man dann so laufen rum, ja? Ich meine, kann auch so auf die Straße gehen. Übrigens kann man auch andere Werbeartikel bedrucken lassen. Nicht nur Karten oder T-Shirts, sondern Hosen gibt auch. Natürlich Käppi oder Kugelschreiber. Oder, wenn es noch schöner wird, ich habe auch Mauspad. Oh, erstmal von dem. Ach, wartet mal. Ich komme gleich wieder. Ich muss nochmals weg. Ja, ich bin schon wieder da. Wunderbar. Hier, noch ein Mauspad. Ich mache Werbung überall. Ach ja, Tassen kann man auch bedrucken lassen. Cappies, T-Shirts. Wartet mal. Was geht noch? Ihr könnt mich ja mal informieren, was es noch so gibt. Also man kann ja auch noch Aufkleber drucken. Aufkleber. Ah, Aufkleber, Schatzi. Oh, das habe ich auch. Guck mal hier, Aufkleber. Ah, zumindest für diese Webseite und für diesen Kanal. Aber für diesen Kanal wäre ein Mauspad. Und für diesen Kanal auch noch Mauspad. Aber ich meine, ich habe diese beiden Mauspad bei der gleichen Firma bestellt, glaube ich. Glaube ich mal, ja, weiß ich nicht mehr. Aber ist egal, ich meine, ist fast gleich groß, aber die Dicke ist anders. Naja, ist scheißegal. Das sage ich einfach, egal. Ist aber trotzdem schön, ich meine, PC läuft auch viel besser mit so ein schönes eigenes bedrucktes Mauspad. Du kannst auch dein eigenes Gesicht drauf machen, aber ist kein Problem. Also wenn man sich selbst so liebt wie ich, ne, dann macht man das einfach so wie ich. Oh, ich finde das schön. Ich glaube Kugelschreiber von der AHA-Fanwelt. Ja, Kugelschreiber von der AHA-Fanwelt habe ich auch. Ich weiß noch nicht mehr, wo das ist, weil ich ja schon lange nicht mehr für diese Seite da was gemacht habe. Und trotzdem finde ich bestimmt irgendwann wieder. Ich meine, ich habe ja Kugelschreiber genug hier rumliegen. Ja, das kann ich euch auch irgendwo mal zeigen. Ich habe meine schöne Sammlung, meine ich. Aber das ist wunderbar, ne? So, laufe ich jetzt demnächst rum hier so. Also, damit ihr wisst Bescheid, ne? Ich habe nur noch T-Shirt von mir. Ach ja, und wenn ihr selber davon was haben möchtet, könnt ihr euch gerne von bei mir melden. Ich lasse gerne für euch drucken. Ja, ich lasse gerne bedrucken. Und dann mit Porto und dann könnt ihr mir bezahlen. Und dann könnt ihr das selber anziehen oder habt ihr ein Mauspad, ein neues? Von der hier oder von dem anderen? Wobei, das ist ja schon älter. Ich meine, das ist ja auch schon richtig gebraucht. Ne? Guckt mal, wie das aussieht. Gell? Schon verblasst und so. Und aber trotzdem finde ich das super schön. Ja, das ist wunderschön. Ich finde das schön. Ich bin total verliebt in meine ganzen Klamotten, die ich so alle selbst gedruckt habe und kreiert habe und gemalt. Ich meine, hallo? Ich meine, das habe ich selber gemacht und auch selber gemalt. Also, da kann man ja doch mal stolz auf sich sein. Ne? Kannst du das auch? Ja, ich meine, bei Elenas Allerlei, die kann ja noch schöner und besser malen, zeichnen und so. Aber ich, naja, habe da halt nur diese Hände gemalt und das reicht ja, ne? So viel dazu, mehr wollte ich auch nicht. Ich meine, dann gehe ich wieder und mache weiter anderes Programm heute. Der Hund, der möchte raus. Ja. Und sonst wünsche ich noch eine schöne Zeit und lasst euch gut gehen. Ciao.